Yay! Was? Premium-Modus. Freischalten des Premium-Modus. Lege deinen Stirn. Deinen Stirn? Heißt das nicht eher deine Stirn? Gegen den Bildschirm, um deine Seele freizusetzen. Oder fortfahren im dreckigen Bauernmodus. Da gibt's ein Ticket. Ich habe schon wieder ein Ticket. Nein. Wir fahren im Bauernmodus vor. Jesus Christ! Aha. Mann! Das ist doch scheiße mit diesen Schmetterlingen. Du hast Jesus getötet! Wie konnte mir denn das passieren? Das würde ich ja nie tun. Der Baum. Na! Ah, toll. Warum stand der Baum da gerade? Kopf, das hat mich irritiert. Du hast Jesus getötet. Da steht auch schon wieder so ein Baumkopf. So, jetzt aber nicht ablenken lassen hier. Jetzt ziehe ich das ja nur unnötig in die Länge. Komisch aus die Fahne. Und wir rennen den Weg wieder zurück. Also zumindest, wenn es nach dem Mauspfeil geht. Ja? Ich glaube, es ist Zeit für eine weitere Pussypause! Na, kommst du her, Schild. Okay, so klappt es nicht. Dann vielleicht so. Auch nicht. Auch nicht. Entschuldigung, ich habe hier was. Naja, komm, machen wir mal so. So, ich wollte so und so, ne? So, jetzt sind da zwei. Jetzt hätte ich hier aber auch gerne nochmal zwei. Ganz komplex durchdacht natürlich. Wieso hat die Blume da drüben einen Fehler? Ja, komm, hört mal auf damit. Achso, da muss auch noch. Achso, das muss da drüben auch noch rein. Das klappt so auch nicht. Es kann.
kann sich nur um Stunden handeln. Na, jetzt teile ich auf. Vielen Dank. Direkt darüber geportet, ne? Das ist ja Käse. Mann. So, einmal spalten. Zweimal spalten. Das muss da bleiben. Hier hätte ich aber gerne nochmal so einen Spalter wenigstens einmal. Ja! Oh! Gott sei Dank! Unser kleiner Freund ist weg. Das ist aber traurig. Oh, wir haben schon die... Flügel, aber immer noch... Boah! Das war... daneben. An diesem Spiel. Ich finde ja, keiner hat das bisher besser gespielt als ich. So, jetzt aber. Konzentration. So. So. Ja, so viel zum Thema. Mann, oh. Kann ich das Level nicht überspringen? Wobei, kann ich einfach schneller rennen mit dem Pony? So ein bisschen. So. Gott sei Dank. Was ist hier los? Okay, hör einfach auf. Du hast bereits die spaßigen Level gespielt. Okay, dann hör ich einfach auf. Aber ich glaube, dann rennt das Pony ewig weiter und ich kann nicht anders. Ich soll sie doch wegpusten. Mia culpa? Errungenschaft, du hast Louis getötet. Ja! Zack. Halt. Korrupt größer als 666. Okay. Also brauchen wir hier diesen Pfeilaufspalter eigentlich. Ja, jetzt, warte.
überlegen. Hier wird ja immer wieder auf 1 gesetzt. Ich kann den aber auch nicht einfach so hier ganz rüberschieben. Verraten. Du bist nicht die einzige gefangene Seele. Es gibt Tausende. Genau wie du haben sie nicht vor Lucifer aufgegeben und fielen schreiend in die Hölle. Aber sie alle stecken hier fest. Vielleicht bei einem Puzzle, vielleicht bei einem Level. Du hast bereits 2 von 3 Kerndateien zerstört. Wenn du immer noch entschlossen bist, die letzte Datei zu zerstören, werde ich dir helfen. Das ist der Papierkorb. Ja. Dort kannst du alte Pony Island finden. Versionen, welche er erstellt und wieder verworfen hat. Durchsuche die verworfenen Spiele. Finde einen Ort, an dem ich ein Portal zur letzten Kerndatei öffnen kann. Wie? Ich glaube, ich habe mich klar ausgedrückt. Ja, ist ja gut. Hier also, ja. Pony Island 3D. Fehlerhaft. Was ist das? Huch! Eigentümer Lucifer. Devil Island. Das Biest Lucifer, der Allmächtige, Satan etc. Aha. Credits. Oh Gott, das. Oh, ist das ekelhaft zu lesen. Ich habe es erstellt. Ich, der Teufel. Ich mache Spiele. Was? Die Leute reden Scheiße über mich, weil keine Spieler zu Seelenkonvertierungsrate. Weil meine nicht so hoch ist. Nee, weil keine so hoch ist. Aber es geht nicht nur darum, die Seelen sind... Alter! Sind nur dazu da, um zu zählen, wie viele das Spiel mögen. Wenn sie mir nur sagen würden, dass sie es gemocht haben. Ich bräuchte vielleicht gar keine Seelen. Starte Spiel. Geht das? Was? Alter! Das ist kein Pony mehr, das ist ein Werpony.
also eigentlich nur hören, dass das Spiel gut ist. Verstehe ich das richtig? Ja, dass es einem gefällt. Mit anderen Worten, Satan ist ein kleines, bockiges Kind, das einfach nur ein bisschen Anerkennung will. Zuneigung, die es nie bekommen hat. Scheiße. Ich sollte die Schnauze halten und besser spielen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Concentration. Zu spielen. Ich glaube nicht, dass ich hier ein Portal öffnen kann. Geh zurück auf den Desktop. Wir versuchen ein anderes Spiel. Okay. Textbasierend. Oh, ich möchte alle spielen. Dunkelheit. Ein Schimmerlicht. Ein großer Stern schmückt den staubigen Bildschirm. System Tech Incorporated steht dort geschrieben. Fortfahren? Ja. Ein ansprechendes Menü erscheint. Zwei schöne Ponys begleitet von einem Text. Pony Island. Die Menübutton sehen vielversprechend aus. Starte Spiel, lautet einer. Optionen, lautet ein anderer. Credits, lautet der letzte. Credits? Während die Credits vorbeifliegen, fühlst du Ehrfurcht. Ein Name hebt sich klar vom Rest ab. Du kehrst mit einer neu entdeckten Wertschätzung für Entwickler in das Menü zurück. Die Menübutton sehen vielversprechend aus. Optionen. Eine große Reihe an Optionen werden dir angezeigt. Anti-Aliasing, fröhliche Fassade, verbesserter Rang, kostenloses Ticket, Pony-Physik, repariere Startmenü, In-App-Käufe, Schneemann und ein Zurück-Button. Kostenloses Ticket. Ich habe schon wieder ein Ticket. 10100110010. Fehler. Button sehen vielversprechend aus. Start Spiel lautet einer. Starte Spiel. Fehler.